Moin Leute, heute meine Runde Köller für die Cold War und ja meine Freunde, ihr habt ein paar Tage auf mich gewartet. Ich wollte ungern hier ja Gameplay hochladen und dann hier vorstellen, die beste Waffe, die beste Klasse. Oder hier auf Nuke Tryhard mit einem Reverse Boosting Gameplay wie andere YouTuber. Ich will hier niemanden beleidigen oder irgendwas unterstellen, aber Leute, Real Talk. Ich habe einfach nur spielen wollen, hatte einfach Bock drauf. Weil Real Talk, die Alpha war wirklich gut. Für eine Alpha im Vergleich mit anderen Spielen lief die echt prima. Ein paar Male Lags, ein paar Male ein kleiner Ruckler mit dabei. Aber im kompletten Drum und Dran fand ich die recht gut. Ein kleiner Knackpunkt, der wäre dann halt nur das Matchmaking bei vielen Leuten, aber ich hatte kein Problem damit, finde ich. Und ja, ich bin der Meinung, Call of Duty Cold War hatte echt eine Menge coole Elemente mit dabei. Die Killstreaks waren teilweise ein klein wenig unfair und überpowered. Und man konnte die auch relativ einfach erhalten, indem man nur ein paar Leute killt. Man, ja, drauf geht ein paar Male und irgendwann noch ein paar Punkte macht. Die waren relativ einfach zu erhalten, auch relativ stark. Das fand ich momentan noch nicht gut. Aber natürlich werden noch weitere reinkommen und eventuell werden die Killstreaks noch überarbeitet. Die Entwickler haben ja eh nach der Alpha momentan hier einen ja, Feedback-Fragebogen abgegeben. Da könnt ihr dann gerne upvoten, welche Elemente euch gut gefallen haben, welche nicht. Und ein paar Elemente werde ich heute ansprechen, die mir eher weniger gefallen haben, aber auch positive Sachen hier in der Alpha. Und ja, Killstreaks wäre schon mal ein Punkt, die gefiel mir eher weniger. Gameplay-technisch fand ich das Spiel relativ cool, aber auch ungewohnt, weil das Movement war wieder mal ein bisschen langsamer, aber immerhin schneller wie MW, bedeutet eine Mischung aus BO4 und Modern Warfare, beide Teile in einem kombiniert. Und ja, war eigentlich recht angenehm, ein paar Tage lang zu spielen. Und ja, mal gucken. Wenn ich ehrlich bin, ich würde lieber weiterhin Call of Duty Cold War spielen, weil Modern Warfare im Vergleich ist schon ein bisschen lahmarschiger und irgendwie, naja, gerade momentan auch langweilig. Aber Cold War hatte auch ein paar Probleme. Unter anderem die guten Teile dran, ja die Grafik hier für eine Alpha echt prima. Kann ich mir gut vorstellen auf der neuen PlayStation oder auf der neuen Xbox oder mit einer guten Grafikkarte. Aber ja, die hatten manchmal Framelags mit dabei und die Server waren jetzt auch nicht immer on point. Aber die Probleme kann man auch gut ignorieren bei einer Alpha. Und dann noch hier die Killstreaks, wie schon erwähnt, ein bisschen unfair und auch dumm gemacht mit den Punkten. Die würde ich nochmal gerne überarbeiten mit normalen Punktesystemen, wo man Leute tötet und die dann erreicht. Ja, movement-technisch, nach dem Sprinten, Unaimen dauert immer einen kleinen Moment bei jedem Call of Duty. Und hier hat man noch keinen Perk mit dabei, wie Gung-Ho oder wie hier Flinkheit oder Gewandtheit, wo man einfach schneller sprinten und schneller Leute nach dem Sprinten abfeuern kann. Ja, dafür hätten wir ein paar Attachments wie den Schaft oder Lasermarkierer mit dabei. Aber die haben jetzt auch nicht unbedingt gerade weitergeholfen, finde ich. Ein paar Waffen waren auch überpowered, wie hier Sniper Rifle, meinten viele Leute. Damit hatte ich weniger Probleme, finde ich. Aber ich kann mir gut vorstellen, mehr Treffergenauigkeit auf die Reichweite, mehr Zoom, aber weniger, ja, Un-Aim-Geschwindigkeit, weil die Dinger waren echt ein bisschen unfair im Nahkampf. Bei den Sturmgewehren fand ich eigentlich alle tipptopp und die Jagdgewehre gingen auch in Ordnung. Die Gesundheit fand ich relativ gut, nur der Knackpunkt wie immer, die Beweglichkeit. In der Hocke, im Liegenden, wenn man dann wieder aufsteht, immer einen kleinen Delay drin beim Feuern und beim Un-Aim. Naja. Ich bin ja eigentlich rushe gerne, bleibe gerne in Bewegung und bei einigen Runden dachte ich mir, komm, klein wenig schneller wäre cool. Bodenkrieg war auch hier eine Sache, da war ich mehr in einem Boot und mehr in einem Panzer drin, da wollte ich nicht hier auf dem Boden rumlaufen, Leute abknallen. Fand ich eigentlich eine gute Erfindung eigentlich für ein paar Leute, die gerne Battlefield spielen. Aber meiner Meinung nach lieber kleine Karten, lieber normal gegen Leute spielen mit TDM, Herrschaft und Co. Und ja, da war ich eigentlich zufrieden mit den drei Karten. Moskau hatten wir einmal mit dabei, dann hier die Würste, die wir gerade hier spielen und noch mit dabei eine andere geschmeidige Karte, nämlich hier Miami. Die fand ich relativ cool, aber leider verwinkelt und dadurch halt gameplay-technisch ein bisschen öde. Und ja, gameplay-technisch allgemein, ein paar Punkte fand ich gut, ein paar Punkte fand ich schlecht. Natürlich nur eine Alpha, da will ich jetzt gerade nicht hunderte Themen auflisten und hier rüber rummeckern wie andere Leute. Ich warte lieber ab. Wir haben ja am 8. Oktober nochmal eine Beta, da könnt ihr nochmal reingehen, nochmal mit neuen Karten, neuen Modi und neuen Waffen. Und ja, wegen den Hochleveln und Attachments, da gab es immer wieder mal kleinere Fehler bei einigen Leuten oder Glitches, die man ausnutzen konnte. Und ja, einige hatte man leider nicht frei und die wären aber relativ cool gewesen, weil da war unter anderem hier Schnellfeuer dabei für viele Waffen, nochmal schnelleres Nachladen, andere Muni-Arten, dann nochmal Vollautomatik bei ein paar Waffen, die hier Einzelschuss hatten. Wir hatten auch noch hier coole andere Sachen mit dabei. Aber allgemein mehr Feuerrad und andere Scopes wären immer cool. Momentan habe ich hier gerne mit Holo gespielt, weil das einfach hier genauer war wie die anderen. Weil irgendwie waren die Zooms auch nicht unbedingt gerade gut. Viele Attachments waren auch unnötig wieder. Aber egal, ich würde mal einfach abwarten. Wegen Prestige drücken, Waffen-Attachments freischalten und Co. Waffen, Tarnungen und etc.
wurden noch nicht bekannt gegeben, aber wenn ich da Neuigkeiten habe, berichte ich nochmal drüber. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Gerne in die Kommentare rein, eure Meinung über Call of Duty Cold War Alpha. Natürlich nicht über das Endgame. Und ja, wenn ihr noch Bock habt, gerne unten bei der Umfrage mitmachen. Da könnt ihr nochmal hier Call of Duty Alpha bewerten. Haut rein, goodbye und bis zum nächsten Video.